Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Gangster, unheimliche Unterwelt und das ist das Investigatorenwissen für Spieler für Cthulhu, herausgegeben von Pegasus Press. Wieso mich dieses Buch überrascht hat, erfahrt ihr nach dem Intro. Irgendwann, möglicherweise aber auch nie, werde ich dich bitten, mir eine kleine Gefälligkeit zu erweisen. Ja, das ist tatsächlich das erste Buch für Spieler, was mir in die Hände gefallen ist. Ich kannte vorher noch keine Spielerbücher, wusste nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ich hatte immer angenommen, dass es sich hierbei wieder alleine nur um ein Zusatzband handelt. Natürlich dann eben zu diesem Hauptregelwerk für den Spielleiter. Und ich dachte eben, dass es hier eben nur neue Berufe gibt, die dann eben auf diese Kampagne oder dieses Setting dann angepasst sind. Und ja, ich dachte eben, dass es ein paar Tabellenwerke, wo es dann ja ein paar neue Vorschläge gibt. Das ist hier auch der Fall, aber das Buch ist trotzdem eine Investition wert. Zunächst wird natürlich auch noch mal ein kleiner Überblick gegeben. Wie kam es überhaupt dazu, dass die Gangster, die Mafia, in den 20er, 30er Jahren so boomten? Und da ich selber nicht wirklich viel über diese Zeit weiß, natürlich als Cthulhu-Spielleiter weiß man immer ein bisschen was, aber alles in einer Fülle kennt man dann auch nicht, fand ich es noch mal ganz hilfreich, dass diese Geschichte der großen Depression mit dem Börsencrash noch ein bisschen aufgearbeitet wird, was dann eben auch ausgelöst worden ist, einige Jahre dann nach dem ersten großen Krieg, der damals noch nicht Erster Weltkrieg hieß, weil niemand wusste, dass es irgendwann später einen zweiten geben sollte. Hier wird eben noch einmal aufgearbeitet, wie es dazu kam, wie die Gangster dann eben auch boomen konnten, warum der Alkohol verboten wurde und was die Mafia dann dagegen getan hat, dass sie mit Alkoholschmuggel angefangen hat oder auch mit anderen Drogen. Vor allem finde ich es auch ganz interessant zu erfahren, dass auch der einfache Bürger relativ schnell in eine Abwärtsspirale geraten kann, weil es wenig Arbeit gab und die Arbeit, die es gab, die wurde eben schlecht bezahlt. Einige Leute, die aus dem Krieg auch wiedergekommen sind, hatten nichts, die konnten viele Sprachen, die hatten viele Begabungen, aber trotzdem gab es einfach keine Arbeit für sie. Und da hat man dann eben versucht, gegen anzugehen, aber das hat einfach nicht funktioniert. Die Bauern bzw. diejenigen, die auf dem Land waren und keine Großgrundbesitzer waren, hatten noch weniger, sind dann in die Städte geflohen. Niemand wusste genau, wie es weitergehen soll. Eine ziemlich interessante, spannende Situation. Und wenn da dann eben Schusswaffen dazukommen, dann reibt das eben so stark aneinander, dass es da dann eben auch Tote gibt. Nachdem dann hier auch ein bisschen etwas über die Politik erzählt worden ist, nur so ein bisschen am Rande über diese zwei Präsidenten, die dann versucht haben, das Ganze zu retten, geht es dann auch in die erste große Stadt nach Chicago, wo dann natürlich auch nochmal aufgearbeitet wird, was das überhaupt für eine Stadt ist, was das für eine Geschichte hat und warum genau diese jetzt zu einer Hochburg wurde für vor allem die italienische Mafia. Es gab dann eben aber auch noch andere, unter anderem noch ein paar jüdische Geschäftsmänner oder auch die Iren, die dann eben auch versucht haben, etwas von dem Kuchen abzubekommen. Und dann natürlich eben noch auf die Polizei trifft, die dann unter Umständen noch ein bisschen korrupt sind. Also hier kommt richtig viel Potenzial rein, eine richtig große Gemengelage. Und in diese Situation werden jetzt die Spielercharaktere geworfen, die dann selber versuchen, ihren eigenen Konzern groß zu machen und sich ein eigenes kleines Revier abzustecken. Man kann natürlich auch noch in anderen Städten spielen, aber hier sei einfach mal Chicago als Beispiel gegeben. Es gibt dann natürlich auch noch einen Überblick über die Gefängnisse, wie dann das organisiert wurde, etwas zu den Richtern, zu der Polizei, wie das alles gelaufen ist. Und natürlich wird dann eben auch Alphonse Capone vorgestellt, der dann später als Al Capone berühmt wurde und dann durch Steuerhinterziehung von der Justiz festgenommen wurde. Ja, also hier gibt es wie gesagt einen großen Überblick dann über die großen Gangsterbosse. Ja, dann kommen wir auch zu dem Kapitel, was ich befürchtet hatte, was man hier anfindet. Ja, man findet es hier an, die Erschaffung von Investigatoren für die unheimliche Unterwelt. Ja, das sind auch neue Berufe, aber das sind eben auch Ideen und Vorschläge, warum denn Menschen zu Gangstern werden, die normalerweise keine sein sollten. Ich kann mit dem Kapitel nicht wirklich viel anfangen, aber natürlich, es gehört in dieses Spielerhandbuch rein.
Und wenn die Spieler dann an einem Tisch tatsächlich sich dafür entscheiden, dass sie so eine Kampagne mal spielen wollen, dann mag dieses Buch sehr, sehr hilfreich sein und ich empfehle es auf alle Fälle. Ja, nachdem man dann vorgestellt hat, warum neue Charaktere zu Gangstern werden oder schon immer waren, gibt es auch eine Möglichkeit, bereits bestehende Investigatoren aus einer alten Kampagne oder aus einem alten One-Shot zu übernehmen und sie dann eben auch in dieses Setting zu werfen. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, dass da eben auch auf alte Spielercharaktere eingegangen wird und nicht nur davon ausgegangen wird, dass man mit neuen in diese Kampagne startet. Ich glaube, dieses Kapitel kann für die Spieler noch mit am meisten für Interesse sorgen, wenn man sich tatsächlich ein eigenes Syndikat aufbauen will, was dazugehört, wie das mit den Hierarchien und den Strukturen aussieht und wie man sowas organisiert, weil ich vermute einfach mal, die wenigsten Spieler werden selbst kriminell sein und wissen daher nicht genau, wie man sowas angeht. Und hier werden dann eben auch Tipps dazu gegeben, hoffentlich nicht, wie die Spieler das machen sollten, aber wie die Charaktere das machen sollten, wenn sie dann eben im Chicago der 1920er, 30er Jahre leben. Dann gibt es natürlich auch noch die Art des Verbrechens, die ausgeübt wird. Ob man dann Schmuggler ist, ob man Drogen herstellt oder ob man ganz einfach Wettbetrug abhandelt. Je nachdem, wie man es gerne hätte, gibt es dann hier verschiedene Möglichkeiten und wird dann eben auch noch abgebildet, wie lukrativ das dann ist, wie die Verfügbarkeit ist und auch wie groß das Risiko ist. Was dann dazu kommt, ist, es gibt hier nicht nur Ideen für den Spielleiter, wie man dann eben aus dem Kreditwucher beispielsweise ein Szenario stricken kann, was dann eben ein Abenteuer ist. Also nicht nur da gibt es ein normales Abenteuer für Gangster, sondern es gibt eben auch diesen Cthulhuiden Hintergrund, was wir ja eigentlich haben wollen. Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwelche Gangster sein, sondern wir wollen ja natürlich auch irgendwie Cthulhu spielen. Wer das eben nicht möchte und wer das rausstreichen will, kann das eben auch machen. Aber gerade für den Spielleiter sind dann hier eben noch Tipps gegeben, was passieren könnte. Passt an dieser Stelle in dem Buch ganz gut rein. Ich weiß aber nicht, ob ich es hier bei den Spielern drin haben will oder ob das eher in das Spielleiterbuch sollte. Ja, dann gibt es hier natürlich auch noch eine kleine Inventarliste. Das heißt, wenn ich dann beim ja, Drogenhändler meines Vertrauens oder beim Waffenhändler meines Vertrauens shoppen gehen möchte, was braucht ein richtiger Gangster, damit er eben cool ist? Und hier kann man dann eben auch schon erkennen, die Tommy Gun, die Thompson Maschinenpistole mit dem Trobbelmagazin, die dann blutige Berühmtheit erlangt hat. Ja, auch da würde dann sowas wie Preise oder auch der Schaden zu stehen. Das heißt, wenn man da eben shoppen gehen wollte, würde man da eben auch mit dem Hintergrundwissen ausgestattet werden. Was ich eben ganz gut finde, damit man dann eben auch so ein bisschen weiß, ich schieße jetzt hier irgendwie mit einem Colt, aber naja gut, ist das eben eine gute Waffe? War die damals beliebt oder ist das jetzt einfach irgendeine Allerweltspistole? Dann gibt es auch noch ein Kapitel, was ich sehr interessant finde, zu echten Gangstern, was die dabei haben oder hatten. Es gab damals Bonnie und Clyde, das Gangsterpärchen, das sicherlich auch sehr bekannt ist. Und die wurden verraten. Die Polizei hat ihnen eine Falle gestellt und als sie dann mit ihrem Wagen dann anhalten mussten, zwangsnötig, hat man sie mit Blei durchsiebt. Und da haben dann sehr, sehr viele Polizisten die beiden zerschossen, muss man so sagen, und hat dann noch einmal geschaut, was denn noch bei ihnen im Wagen war. Und die Liste, die Bonnie und Clyde dabei hatten an Munition, an Granaten, an Geld, das ist schon ziemlich unheilig. Also wenn man damit zu viele Waffen gibt es eigentlich nicht. Das ist schon ziemlich krass, wie die da eben rumgelaufen sind. Ja, dann kurz und schmerzlos kommen wir auch zur Bewertung, Zeichnung und Layout. Hier muss man dazu sagen, es gibt hier keine richtigen Zeichnungen drin. Vielleicht mal sowas wie ein Stadtplan oder Gebäudeplan, aber hier geht es vor allem eben auch um Fotos. Fotos aus den 1920ern und 1930er Jahren. Die hatten früher mal in Publikationen ältere Fotos beziehungsweise Lab-Fotos, die sie auf alt getrimmt haben, eher so rum. Und das kam nicht so gut an. Ich habe jetzt allerdings keine Lab-Fotos entdeckt. Das waren wohl alles irgendwelche Bilder, die zeitgenössisch aufgenommen worden sind. Ja, Al Capone war was dabei, Bonnie und Clyde, damit man eben auch weiß, wie die ungefähr aussahen, wenn man das noch nicht wusste, wenn man das auch nicht recherchieren will. Ja, ich gebe hier 4 von 4 Punkten. Das ist solide Arbeit, wie quasi bei allen Pegasus-Produkten. Das ist völlig okay.
Redaktion und Struktur. Ja, hier gebe ich 3 von 4 Punkten. Das hat nicht so sehr viel mit der Redaktion zu tun, sondern vielmehr mit der Struktur. Ich hatte ja gesagt, dass es ein Spielerbuch ist, das heißt, es ist explizit für Spieler gedacht und nicht für den Spielleiter. Natürlich kann der Spielleiter auch nochmal reingucken. Das habe ich ja an dieser Stelle auch getan, aber es befinden sich eben auch Plotvorschläge in diesem Buch. Und ich mag sowas richtig gerne, wenn sowas drin ist, aber dann doch bitte nicht in dem Spielerbuch. Wenn ich dann solche Sachen lese, dann möchte ich das eben in einem Buch haben, was nur mir zugänglich ist, damit die Spieler eben nicht in Berührung kommen mit Plotvorschlägen. Das ist mir ganz wichtig, dass sie eben auch gar nicht ahnen oder vermuten können, was denn passiert, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Drogenschmugglerbande spielen oder wenn wir Banken überfallen wollen. Und da stehen dann eben nicht nur Abenteuervorschläge drin, sondern da steht dann auch vor allem drin, was für ein cthulhuider Hintergrund sich da anbietet. Und da muss ich sagen, finde ich nicht so gut, dass das da drin steht, ganz ehrlich. Es gibt ja extra eben auch dieses Spielleiterhandbuch und da muss das rein. Recherche. Hier gebe ich 4 von 4 Punkten. Ich finde, es ist vielleicht ein bisschen zu viel sogar. Hier sind dann drei, also ich gebe dann bei den Bonuspunkten, gebe ich dann 3 von 4 Punkten. Das ist so ein bisschen damit verknüpft. Also Recherche, das ist gut. Hier ist echt viel drin. Kann ich einfach so abhaken, gehe ich gleich weiter, weil 4 von 4 Punkten, naja, was will man dazu mehr sagen? Auf die Kürze der Seiten ist hier echt viel Information drin, die dann eben auch wichtig sein könnten. Aber, genau, großes Aber, jetzt kommen die Bonuspunkte. Es sind teilweise auch Dinge drin, die mich beim Lesen so ein bisschen gelangweilt haben. Das ist natürlich wichtig, dass man versteht, wie es dazu kam, dass es dann eben noch Auswirkungen sind vom Ersten Weltkrieg, dass da dann eben Deutschland nicht so schön mit dem Geld hantiert hat und die Engländer eben auch nicht. Und dann hat der eine eben Schulden bei dem anderen gemacht und die Schulden wurden hin und her geschoben. Am Ende wurde dann nicht richtig reinvestiert. Das ist alles schön zu wissen. Aber ich weiß nicht, ob das die Spieler wissen müssen und ob die dann Roosevelt oder so als Präsident kennen müssen. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das eben in einem Spielerbuch hilft und ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel ist oder ob dann auch die Preise für Essen oder sowas in so einem Buch drin sind. Ja, das ist wieder schön zu wissen. Aber auch das ist vielleicht wieder ein bisschen zu viel, auch wenn es dann eben einen ganz guten Eindruck von dieser Zeit bringt, von dieser Verzweiflung, die dann Einzug genommen hat in diesen Städten. Dann muss man noch dazu sagen, dass in diesem Buch sehr viele Italiener und auch ein paar Iren vorgestellt werden. Das war in der Zeit einfach so, also 1920er Jahre, wenn dann die italienischen Aussiedler dann eben von drüben kamen, die haben sich dann hier eben breit gemacht. Und das war einfach damals der Fall, dass dann eben Italiener und Iren sich ihre Reviere abgesteckt haben. Wenn man eine andere Fraktion spielen will, dann wird das vielleicht auch machbar sein. Da muss man allerdings vielleicht noch sich so ein bisschen seine eigenen Gedanken machen. Das sei da aber nur erwähnt, dass hier in diesem Buch eher der Fokus auf den Italienern liegt und eben in einem Amerika der 1920er Jahre. In Deutschland war diese Szene einfach nicht so. Die hatten da ganz andere Probleme. Die mussten aus dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise aus dem Großen Krieg mussten die alles wieder aufbauen und da gab es eben dieses Gangstermilieu gar nicht. Das heißt, dieses Buch richtet sich explizit an diejenigen, die in den 1920er bis 30er Jahren in Amerika italienische Gangster spielen wollen und dann mit der Tommy Gun ein paar Banken überfallen. Das ist dieses Buch für Spieler. Damit haben wir alle Punkte zusammen. Wir rechnen die einmal noch kurz durch und dann gebe ich noch den Preis pro Seite an. Damit könnt ihr euch selbst überlegen, ob es ein Blick wert ist. Ich finde schon, das ist ganz nett, aber nur, wenn der Spielleiter auch tatsächlich dieses Setting bedienen möchte. Ansonsten ist es natürlich sehr unklug, sich dieses Buch einfach so zu holen. Das heißt, man braucht vorher wohl dieses Spielleiterbuch und ich würde es eher auch einem Spieler empfehlen, wobei der Spielleiter gerne reingucken kann. Ob es Doppelungen dazu gibt mit dem Spielleiterbuch, das werden wir uns dann angucken, wenn ich das Spielleiterbuch mal unter die Lupe nehme.
Gut, damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.